Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie versprochen gibt es heute auch meine Wunsch zweite Bundesliga, nachdem wir im letzten Video bzw. im vorletzten Video, ich weiß nicht genau wann das rauskommt, ja schon meine Wunsch Bundesliga angesehen haben. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne erstmal angucken, ist nochmal in der Videobeschreibung verlinkt im ersten Link. Und ja, heute die zweite Bundesliga. Nach dem Intro geht es wie immer los. Und auch für dieses Video gilt natürlich wieder, es ist meine eigene Meinung. Jeder darf gerne eine andere Meinung haben. Gerne auch natürlich sachlich in den Kommentaren kommentieren. Schreibt das gerne rein, eure 18 Vereine für die zweite Bundesliga. Ich lese mir jeden Kommentar durch und bin sehr gespannt. Aber wollen wir nicht zu lange schnacken? Wir starten mit unserer Blanko-Tabelle und die füllen wir natürlich jetzt auf. Und auch wie im letzten Video, es geht hier nicht nach Sympathie. Die Mannschaften habe ich beliebig hier eingefügt. Es ist jetzt nicht so, dass Platz 18 bei mir der unbeliebteste Verein ist, sondern einfach wahllos reingehauen. Ja, wir legen los mit dem mit der ersten Platzierung bzw. dem ersten Verein. Und weil es nun mal hier Arminia Content ist, ist natürlich der DSC Arminia Bielefeld hier auf dem ersten. Nicht wegen Sympathie, wie gesagt, ja. Vielleicht wundern sich einige, dass ich als Arminia-Fan Arminia hier nicht in die erste Fußball-Bundesliga mit reingenommen habe. Aber so ehrlich muss ich selber sein, ich finde oder ich sehe Arminia einfach in der zweiten Liga. Da gehören sie irgendwie für mich mehr rein als in die erste Liga. Klar, wir hatten nur ein paar Jahre in der ersten Liga, aber allein von meinem Gefühl her gehört Arminia für mich in die zweite Liga. Und irgendwie, ich mag die zweite Liga. Wir spielen ja zwar dritte, aber... Zweite Liga und Arminia, das ist irgendwie schon so ein Dreamteam. Dann gehen wir weiter mit dem zweiten Platz und da ist der VfL Bochum. Klar, Rivalität zwischen unseren Vereinen, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, was Bochum da in der ersten Liga momentan macht, schon ziemlich stabil. Ich würde mir auch wünschen, natürlich, wenn sie sich ein bisschen drin halten, aber generell in meinem Fan-Dasein habe ich Bochum einfach als gefestigten Zweitligisten kennengelernt und auch weiter, ja, die waren einfach die meiste Zeit meines Lebens in der zweiten Liga. Klar waren da auch mal ein paar Erstliga-Zeiten dabei, aber ich sehe sie auf jeden Fall hier mehr in der zweiten Liga. Der dritte Verein ist ein Verein, der schon jahrelang in der Fußball-Bundesliga spielt. Ich finde ihn auch eigentlich sehr sympathisch. Das ist nämlich der erste FSV Mainz 05. Sie haben jetzt aber nicht so diese krasse Fanbase und laut meiner Meinung geht es halt sehr viel um die Fanbase, wenn eine erste, wenn eine zweite Liga geht. Und es ist absolut nichts gegen den Verein Mainz 05. Aber in der ersten Liga oder in meiner Wunsch-ersten Liga gehören sie einfach nicht rein, aber auch nicht weiter runter und darum sind sie ja in meiner zweiten Bundesliga. Dann geht es weiter mit dem ersten FC Heidenheim. Ja, sie sind jetzt aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch auch. Ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Sie haben die letzten Jahre wirklich herausragende Arbeit gemacht, auch mit Frank Schmidt. Ultra sympathisch. Der, glaube ich, zweitdienstälteste Trainer nach Christian Streich. Ich freue mich auf jeden Fall für Heidenheim, dass sie es geschafft haben. Aber natürlich sind sie ein gefestigter Zweitligaverein und ja, in meine Wunsch-Zweite Liga müssen sie hier auf jeden Fall rein. Dann geht es weiter mit einem auch eigentlich Bundesligisten und das ist so ein bisschen das gleiche wie bei Mainz 05 ist, der FC Augsburg. Sie haben nicht die krasseste Fanbase und da sehe ich lieber andere Vereine wie zum Beispiel HSV, Schalke oder Kaiserslautern lieber in der ersten Liga als ein FC Augsburg. Auch hier überhaupt nicht gegen den Verein, gegen die Fans, aber da würde ich schon eher sagen, zweite Liga für Augsburg. Es geht weiter mit dem nächsten Aufsteiger, der jetzt in der Bundesliga spielt und ist der SV Darmstadt. Auch sie sind ein gefestigter Zweitligaverein eigentlich. Auch wie bei Heidenheim, freut mich, Glückwunsch, dass ihr aufgestiegen seid. Aber wenn es nach meinem Wunsch geht, sind sie auf jeden Fall in der zweiten Liga mit dabei.
Der siebte Verein wird dann der FC St. Pauli. Auch das ist ein absolutes Dream Team. St. Pauli und zweite Liga, das gehört einfach zusammen. Nicht weiter hoch, nicht weiter runter. Spielen das einfach schon jahrelang in der zweiten Liga. Auch sie waren zwischenzeitlich einmal oben. Ging dann aber auch direkt wieder runter. Ja, zweite Liga, St. Pauli. Gehört einfach zusammen. Dann der nächste Platz geht an Greuther Fürth. Auch die sind zwischenzeitlich zweimal hochgegangen in den letzten Jahren. Aber auch hier das gleiche wie St. Pauli, Greuther Fürth und zweite Liga. Hey, das passt zusammen wie Arsch auf Eimer. Und darum sind sie natürlich auch hier in meiner Wunsch-zweiten Liga vorhanden. Der nächste Platz geht an den VfL Osnabrück. Auch sie sind, beziehungsweise, was heißt auch, sie sind aufgestiegen in die zweite Liga. Glückwunsch, freut mich auf jeden Fall. Aufgrund dessen, dass Arminia abgestiegen ist, freut es mich natürlich ein bisschen weniger. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir im nächsten Jahr auf Osnabrück treffen. Das kommt jetzt leider nicht zustande, aber generell, auch wenn ich Arminia-Fan bin und hier und da manche sagen, Rivalität ist vorhanden und scheiß Osnabrück und so. Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde Osnabrück einen sehr sympathischen Verein, war ja auch schon mal, ich war zweimal mit Arminia da, einmal nur so gegen Würzburger Kickers. Ich habe absolut nichts gegen den Verein VfL Osnabrück, ganz im Gegenteil, sehr sympathisch. Und die müssen auch in meine Wunsch zweite Liga. Dann geht's weiter mit dem FC Hansa Rostock, auch die komplett kernstabile Fans, also was die abreißen, wirklich à la Bonheur. Natürlich sind ein paar Ausreißer dabei, aber gut, das hat jeder Verein, auch unsere Arminia natürlich, aber generell Hansa Rostock, zweite Liga, das tut einfach gut. Wir waren jetzt ein paar Jahre in der dritten Liga, hat ein bisschen gefehlt, finde ich. Naja, zweite Liga Hansa Rostock, passt für mich sehr gut zusammen. Genauso gut zusammen passt zweite Liga und Eintracht Braunschweig, auch wenn die Rivalität zwischen unseren beiden Vereinen vorhanden ist. Klar, sie waren ein paar Jahre in der dritten Liga, aber allein von der Fanbase her sehe ich sie da schon in der zweiten Liga. Vielleicht etablieren sie sich ja, haben jetzt den Klassenerhalt geschafft. Wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Absolut zusammen passt natürlich auch die zweite Liga und Holstein Kiel, denn die sind auf dem nächsten Platz. Kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ist kein besonderer Verein aus meiner Sicht jetzt, aber sie haben sich halt so etabliert, dass ich die jetzt hier in meiner Wunsch-zweiten Liga nicht ausschließen kann oder ausblenden kann. Ja, Holstein Kiel ist mit dabei. Dann der erste Verein, der jetzt in der dritten Liga spielt, schon jahrelang nicht mehr in der zweiten Bundesliga war, aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann wieder bergauf geht bei diesem Verein, das ist nämlich 1860 München. Also hier habe ich absolut in der zweiten Liga kennengelernt, seitdem ich Fußballfan bin, sind hier leider runtergegangen, auch wegen Ismaik, irgendwie so heißt er. Ja, ich fand es einfach schade, was mit dem Verein damals passiert ist. Sind ja runtergegangen in die vierte Liga, haben sich dann direkt wieder hochgekämpft in die dritte Liga, aber da kommen sie nicht so ganz von weg. Ja, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, vielleicht geht es auch dieses Jahr wieder hoch. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass 1860 sehr bald wieder in der zweiten Liga spielt, denn da sehe ich sie absolut. Dann geht es weiter mit einem Viertligisten und das ist der FC Energie Cottbus. Und jetzt denken sich manche vielleicht, Energie Cottbus, zweite Liga. Ja, es ist bei mir einfach so, als ich Fan wurde, haben sie sogar noch in der ersten Bundesliga gespielt. Aber die meiste Zeit von früher haben sie in der zweiten Liga gespielt und da würde ich sie auch sehr, sehr gerne wieder sehen. Ich finde es ein... sehr stabile Verein mit einer soliden Fanbase auf jeden Fall und die in der zweiten Liga, das würde ich mir auf jeden Fall schon gefallen lassen. Absolut auch gefallen lassen würde ich mir zweite Liga und Alemannia Aachen. Die kommen ja seit Jahren nicht da unten raus. Ziemlich traurig, was mit dem Verein passiert ist, wie ich finde, und ich hoffe, dass es irgendwann wieder bergauf geht. Wenigstens dritte Liga sollte schon sein für Alemannia Aachen. Es ist so ein geiler Traditionsverein. So viel Bundesliga-Geschichte, haben im DFB-Pokal die Bayern rausgeschmissen und. Ja, es ist einfach sehr, sehr traurig, was aus Aachen passiert ist. Ich hoffe sehr, dass es bald wieder bergauf geht.
Wir haben noch 3 Plätze zu vergeben und der drittletzte Platz geht an den MSV Duisburg. Auch sie habe ich über Jahre in der zweiten Bundesliga kennengelernt, auch in der ersten Liga, aber gut, die Jahre sind schon lange, lange vorbei. Sehr viel in der dritten Liga rumgegurkt, zwischenzeitlich mal wieder rauf in die zweite Liga, dann aber leider auch wieder abgestiegen. Auch das ein sehr, sehr geiler Traditionsverein, der leider nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen kann. Aber ich würde es mir natürlich sehr wünschen, wenn sie wieder rauf in die zweite Liga gehen. Dann 2 Vereine als letztes, die jetzt abgestiegen sind in die dritte Liga. Es ist natürlich zum einen der SV Sandhausen. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Es ist kein Traditionsverein mit einer richtig geilen Fanbase, aber es ist einfach irgendwie so ein charmanter Dorfverein, wie ich finde. Das hat alles viel Charakter und ich finde es einfach schade, dass es vorbei ist mit dem Abenteuer Sandhausen und zweite Bundesliga. Aber die Transfers sind sehr vielversprechend, was sie so getätigt haben, und ich hoffe, dass es bald wieder bergauf geht bei Sandhausen und dass sie schnell wieder in die zweite Liga zurückkommen. Der letzte Verein ist der SSV Jahn Regensburg, in etwa das gleiche, sind ein bisschen größer jetzt als der SV Sandhausen, aber haben sich auch sehr lange in der zweiten Liga gehalten. Auch für sie geht es jetzt runter in die dritte Liga, was ich sehr schade finde. Aber so ist das, irgendwann trifft es halt so gut wie jeden. Ich wünsche euch beiden natürlich viel Erfolg, dass ihr schnell wieder zurückfindet, aber wenn es darum geht, dass sie gegen Arminia spielen, natürlich eher nicht. Ich denke, das kann jeder Fan von den beiden Vereinen verstehen. Und ja, das sind also meine 18 Vereine für meine Wunsch zweite Bundesliga. Eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Wen hättet ihr jetzt hier vielleicht rausgelassen? Wen hättet ihr aus Unterklassigen oder auch aus der ersten Bundesliga mit reingenommen? Schreibt das mir alles sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, lese mir auf jeden Fall alles durch, gerade bei solchen Themen. Finde ich einfach interessant, was andere dazu schreiben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Für alle Nicht-Arminia-Fans, die jetzt hier vielleicht neu auf dem Kanal sind, wenn ihr Lust habt, gerne mal andere Videos angucken. Arminia-Content würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In diesem Sinne bin ich raus und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!